Gegenüber befindet sich die Orgel. In ihrem barocken Originalgehäuse ist bereits das dritte Orgelwerk eingebaut. Aufgrund ihrer hochkomplexen Konstruktion wird die Orgel zu Recht als Königin der Instrumente bezeichnet. Das meiste funktioniert dabei auch heute noch rein mechanisch. Das Einzige, was bei dieser mechanischen Orgel elektrisch ist, vom Licht abgesehen, ist der Blasebalg, der dafür sorgt, dass der Winddruck, wie die Orgelbauer sagen, auch gewährleistet ist. Noch zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts wurde der Balg mit den Füßen getreten. Heute regeln automatisch gesteuerte Ventile den konstanten Strom des Winddrucks. Das eigentliche Geheimnis der Orgel versteckt sich hinter verschlossenen Türen. Das Klangvolumen entsteht im Orgelkasten. Je mehr Register, umso mehr Pfeifen werden benötigt. Oft viele hundert Stück. Die meisten davon sind von außen unsichtbar. Wenn man das Register rauszieht, wird dieses gelochte Brett so verschoben, dass die Pfeifen dieses Registers über den Löchern in diesem Brett zu sitzen kommen. Erst dann fährt der Wind in die Pfeifen und die Orgel ertönt im brausenden Klang. Ein tausendfaches Blasinstrument. Wenn ich also vorne am Prospekt ein Register ziehe, wird hier über dieses Gestänge, das geht nach hinten, über den Hebel wird das Brett, was die Löcher entsprechend unter die Pfeifen bringt, herausgeschoben. Wenn ich das Register wieder reindrücke, verschwindet wieder dieses Brett im Kasten. Das komplizierte Werk der Thalkirchenorgel erzeugt eine ungeheure Vielfalt an akustischen Farben. Ein vollendetes Instrument für die Werke alter Meister. Die Orgel eignet sich natürlich hervorragend für Konzerthanddarbietungen und ist eigentlich neben der Orgel in der Niedergosbacher Kirche das einzige Instrument, das also den höchsten Ansprüchen auch genügt. Ursprünglich stammt Sang-myeong Lee aus Korea. Doch sie ist in Eppstein keine Unbekannte. Von 2004 bis 2007 war sie Organistin und Chorleiterin der evangelischen Kirchengemeinde. Inzwischen ist sie international bekannt und an der Orgel virtuose Künstlerin.